Wochenendausflug nach Hervás in der Comarca Valle de Lambrós, Provinz Cáceres, autonome Region Extremadura. Wir sind im Hotel Sinagoga. Das ist nicht luxuriös, aber sehr korrekt. Hervás ist ein sehr ruhiger und friedlicher Ort. Hier macht man sich einen Eindruck von der Landschaft und was dort aussieht wie eine Hobbit-Siedlung, ist ein Motorradmuseum. Wir suchen jetzt in der Innenstadt das Judenviertel. Hervás ist einer der Orte, die noch ein intaktes Judenstadtviertel haben. Die Juden wurden 1492 vertrieben oder mussten zum Christentum konvertieren. Für eine kleine mittelalterliche Brücke über den Fluss Ambrós geht es in das alte Viertel. Die Judenviertel waren durch Verordnungen sehr begrenzt in ihrer Ausdehnung und sind deshalb sehr eng und verwinkelt bebaut. Die Gasse hier heißt übrigens Gasse der jüdisch-christlichen Freundschaft. Einige Dinge haben sich also doch verbessert in der Geschichte. Sehr enge Gasse. Das ist jetzt nicht mehr Judenviertel, das ist das Zentrum von Hervás. Wie immer in spanischen Städtchen sehr einladend, um einen Wein zu trinken oder ein paar Tapas zu bestellen. Abendlicher Spaziergang durch den Stadtpark, der vor allen Dingen wegen seiner uralten Palmen sehr spektakulär ist. Und dann ist erstmal Schluss mit Ruhe. Denn im August wird nachts sehr viel gefeiert. We'll be right back.
ehemalige Eisenbahnstation Baños de Montemayor. Im Inneren Spanien wurden viele Eisenbahnlinien stillgelegt und die Trassen in Wanderwege umgewandelt. Wir laufen heute von Baños de Montemayor Richtung Béjar. Da Eisenbahnen, jedenfalls auf 100 Jahren, keine hohen Steigungen verkraften, sind diese Wege so angelegt, dass die Steigung sehr sanft und kontinuierlich ist. Wir sind hier, Baños de Montemayor, und dieser ausgebaute Weg geht bis nach Béjar. Für eine Dampflokomotive Ende des 19. Jahrhunderts muss es sehr hart gewesen sein, sich hier 20 Kilometer bergauf zu kämpfen. Und jetzt geht es durch einen Tunnel. Ein besonders schönes Exemplar einer braunen Kuh. Viele der ehemaligen Bahnhöfe wurden in Ausflugslokale umgewandelt. Dieses hier in Puerto de Béjar wurde erst vor einem Monat eröffnet. Im Inneren der Station jetzt eine sehr angenehme Kneipe mit Elementen hier von einem Bahnwaggon. Die Bahnlinie wurde 1893 in Betrieb genommen, um Plasencia mit Elbas zu verbinden. Seit 40 Jahren funktioniert sie nicht mehr. Hier wurden die Fahrkarten verkauft. Und hier ist der Fahrplan von August 1944. Blick auf das kleine Städtchen Béjar. Das liegt in der Provinz Salamanca in Kastilien und León. Schon nicht mehr in Extremadura. Okay, wir durchqueren die Hauptstraße von der kleinen Stadt Béjar, Calle Mayor. Um die Mittagszeit darf man auch mit dem Auto hier durch, weil die meisten Einwohner Siesta schlafen. Die anderen wollen wir jetzt nicht stören. Pero más me gusta son las sábanas en el techo. Ah, en el techo, en lo alto. Die Straße hat den Flair der 50er Jahre. Ist also auch eine kleine Zeitreise. Ist eine Stadt in den Bergen. Wie die umliegenden Ortschaften kommen viele Spanier hier im Sommer her, weil die Nächte ein bisschen kühler sind. Sanfter Tourismus. Wir fahren jetzt durch die gesamte Stadt bis zur Kirche, die ganz am Ende liegt. Deshalb dauert jetzt das Video ein bisschen länger. Typische Kleinstadt im Zentrum von Spanien. Im August 2019. Okay. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass diese Stadt von einem lärmend und dröhnend von einem Mustang durchquert wird. Und hier sind wir. Mira, la iglesia y el museo.
wieder vor dem Teatro Cervantes. Cervantes Theater und der originellen Kirche. Und jetzt hören wir auf mit dem Unsinn und machen das Dach wieder auf das Auto. Spielzeug-Stierkampf-Arena. Das ist doch ein gutes Geschenk. Rückweg über die kastilische Hochebene und die Provinz Ávila. Noch ein kurzer Blick auf die Mauern von Ávila.